Meine neue Herausforderung heißt Red Bull Romaniacs 2022. Ich bin eigentlich Bobfahrer in der deutschen Nationalmannschaft. Ich fahre jetzt seit 38 Betriebsstunden Motorrad, also blutiger Anfänger. Wir sehen ihn von Freien. Ich schaff das nicht. Ich hab dir gesagt, wir gehen in den Duo fahren. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 3. Ich habe die Kamera heute in der linken Hand. Wer mal drauf achtet, sonst habe ich sie mal in der rechten Hand. Aber mir tut so die Hand weh vom Voran. Ja. Ja, Kevin macht heute einen Off-Day mit Super Enduro. Oder wir machen den heute. Und haben uns dazu entschieden, heute Hard Enduro fahren zu gehen. Also für Kevin Off-Day. Für mich wird es wahrscheinlich noch schlimmer als die letzten Tage. Und ja, hier, damit ihr das mal seht, wir sind gerade im Frühstücksraum bei Enduro Rides. Die machen die ganze Woche für uns leckeres Frühstück, schlafen tun wir ja im Camper. Guck dir das mal an, oh, ja. Also, das ist hier schon Premium, Junge. Und dann hier Ei und dann gibt es hier selber gemachten Honig. Ja, richtig geil, ey. Und Kaffee. Kevin, wie lange fahren wir? Machen wir heute ein Stündchen? Ja, wir machen heute so ein Stündchen Warm-up und dann. 3x4 Stunden Turns, würde ich sagen. Okay. 4 Tankstops jeweils pro Runde. Ja, dann passt das. Also, ihr habt mitbekommen, das wird geil. Jetzt erstmal frühstücken, stärken, Motorräder fertig noch anziehen. Los. So, liebe Leute in Kerbegest. Heute erster Tag Hard Enduro Tour. Paul ist absolut nervös, weil er wird heute seine Hard Enduro Jungfräulichkeit verlieren. Ich bin aber happy. Ich habe hier die Insta am Kinn, das heißt, wir werden noch schönes Footage haben. Paul hat seine GoPro auch dran. Ja, wir werden heute eine Runde fahren mit Borna, quasi Private Tour. Wir sind nur zu dritt, das wird richtig lustig. Guck mal, ich habe hier sogar, ich habe sogar meinen eigenen Aufkleber bekommen. Und Bob hat seinen auch. Was sagst du zu deinem neuen Namen? Geil, guter Name, passt irgendwie, gell? Das ist ein super Name. Der Bob, man kennt ihn. Ja, ich freue mich. Wird geil. Full Sandtag, Enduro, neue Lines finden, schönes Wetter. Alles herrlich. So Leute, erste richtige Hard-Enduro-Tour. Es geht los. Ich habe die Kamera an, mach mal was für die Fans. Alter, ist das krank. Eieiei, krank, Mann. Machst du das auch? Nein. Full Send. Nee. Gut gerettet. Gelernt. Erster Gang, draufsetzen, neutral und extrem nach vorne. Ich hebe dich hier, wenn du wieder runterfliegen solltest. Nicht viel Gas, einfach nur sachte losfahren und am Fahren bleiben. Jawohl. Nach vorne, weiter nach vorne. Nochmal zurück, ja? Zurück. Du musst, ey, jetzt bist du losgefahren und du hast wieder gezögert. Du musst losfahren und fahren. Sieht bestimmt wieder voll Pipifax aus, aber das ist echt steil eigentlich. Gibt's hier eine schicken Lein runter? Ja, und dann. Weil gerade würde ich dir nicht empfehlen. You can go here. No, no, no. Here in this pool. Hier? Ja, or completely right. But this is okay. Take it slowly. Ja, ja. Und dann rechts runter. Nee, ich fahr hier runter. Wieder wie bei einer Baumschirmmatrix. Wenn du da einfach reinfährst den Stein, dann wird es mega schwer. Ja. Du musst schon dem Moped das Gefühl geben, dass du auch da hochfahren willst. Ja. Du kannst auch hier drüber reinfahren, dann hast du ein bisschen mehr Schwung. Grüße! Bei sowas ist es halt
du darfst es dir dann nicht leisten zu verkacken. Also egal, ob du es jemals gefahren bist und du denkst, du kannst es oder nicht, du musst alles versuchen, dass du da jetzt hochkommst direkt. Weil wenn du da am Hang kriegst, dann... Ich fahr es mal ran, guck es mir an und dann entscheide ich. Wir lernen heute. Ich muss aber erst mal sehen, wie steil das ist. Da, in Rumänien kommst du auch irgendwo hin, da ist eine Spur, du hast keine Ahnung, wo es lang geht. Kann ich mir doch mal angucken. Es geht einfach nach rechts und dann gerade. Du bist ja eben runtergefahren, du weißt es ja ungefähr. Na los, dann. Nicht viel Gas, zweiter Gang. Hier einfach aber richtig schnell reinfahren, Kupplung gell? Kupplung in Ruhe lassen. Okay. Und beim Hang einfach tief runtergehen. Nicht nach vorne, sondern runter mit der Hüfte. Ja, okay. Und gucken, dass du auf Biegen und Brechen nach oben kommst und nicht die Karre wegwerfen. Wenn du merkst, es geht nicht, anhalten, hinlegen, umdrehen, wieder runter, neu versuchen. Nicht wegschmeißen. Ja. Wenn du es wegschmeißt, machst du 10 Liegestütze. Okay. Jo, war nicht schwer. Aber den ganzen Weg an der Kupplung. Wenn du nicht an der Kupplung gewesen wärst, wärst du hochgefahren direkt. Hm. Aber war eigentlich viel... Dein Ausgleichsding ist dein Körper. Hm. Nicht die Kupplung. Ja, aber war eigentlich gut, ne? War super. Aber wie gesagt, Kupplung. Ja. Den sende ich jetzt. Dann fahre ich jetzt so, dass Kevin oben sagt, boah, krass. Okay? Was darf ich? Jetzt war ich aber nicht in der Kupplung. Ich weiß, aber du hast auch aufgehört, Gas zu geben innen drin. Ein bisschen. Weil ich hochgekommen bin und nicht nach vorne gegangen bin. Ja, aber du musst es mit dem Körper ausgleichen, nicht mit dem Gas. Und du bist unten reingefahren, als du ein Brötchen holen gehst. Du kannst da ruhig Gas geben. Ja, ich mach nochmal. Manchmal hasse ich den richtig. Merkt ihr, da oben steht er. Da. Das ist, wisst ihr, wer das ist? Das ist Mephisto. Digga, ich send das Ding jetzt, Alter. Aber jetzt guckst, jetzt denkst du ja, jetzt denkst du, der Billy Bolt fährt hier hoch, Alter. Pass mal auf jetzt hier, du. Alter, gesprungen, Alter. Wow, Mann. Was müssen wir? Du musst da lang fahren. Digga, ich glaube, es geht los. Ich habe keine Seiten. Ey, hinten drin geht's ganz normal runter. Schau, dass du mit dem Unterfahrschutz drüber kommst. Oder zumindest oben drauf, nicht davor. Mann! Mit deinen Schrägen hast du es heute. Ach, Digga, ist nicht lustig, ey. Doch, ist mega lustig. Es tut halt richtig weh. Echt? Ja. Geht's da hinter runter? Ja. Nee, dann nicht. Was? Nee, dann nicht. Dann lass ich. Mann, ey! 2 Sekunden länger drüber nachdenken, was du machen willst. Und von hinten ganz Schwung holen, dass du das Maximale ausreizt. Vor allem, wenn du keine Ahnung hast, was hier oben ist oder wie man Hänge fährt und so. Ich habe ihm gerade genau gesagt, was jetzt passieren wird. Und genau das ist passiert. Was denn? Ja, dass du beim ersten Mal auf die Fresse fliegst, weil du es dir nicht genau anguckst. Und dann beim zweiten Mal fährst du einfach hoch. So, na, schwer ist das ja nicht. Jetzt hast du die Lektion wieder gelernt. Super. Und halt guck mal, das ist ein sauer einfacher Hang. Aber wenn du dir halt die Zeit nicht nimmst, es vernünftig zu machen und es huddelst und dann scheiße fährst, dann verlierst du da jetzt 5 Minuten und bist richtig im Arsch. Ja. Und wenn du das in Rumänien an jedem dritten Ding machst, dann wird es schwer. Bei dir ist nicht das Problem die schweren Sachen. Die schweren Sachen sind einfach für dich. Meinst du? Das ist auch kein Problem. Das Problem sind so kleine Sachen, auch da hinten sowas. Da verlierst du die ganze Zeit. Von einem Tag, wo du eigentlich von deinem fahrerischen Können jetzt wahrscheinlich schon gemütlich finishen könntest, kommst du einfach nicht ins Ziel, weil du es zeitlich nicht schaffst. Hm. Und dann nach sowas auch, solche Sachen passieren dir. Ich glaube, niemand fährt Romaniacs fehlerfrei. Du wirst auf die Fresse fliegen, du wirst sogar Fehler machen. Aber dann danach auch nicht pisst sein und oh, ich hol die Zeit wieder rein, sondern chillen und einfach keinen Fehler machen. Warum muss ich ja hochfahren? Wir müssen auch da lang, oder nicht? Warum beschwerst du dich, wo du langfahren musst? Beschwer dich lieber darüber, dass du oben warst und dumm warst und jetzt wieder runter bist. Das war richtig gut. Das
Wo geht's denn da lang? Also drüber. Ich fahre jetzt unten lang, ist mir zu blöd. Ich fahre jetzt unten lang. Hä? Doch? Selber Sachen beibringen. Sei keine Pussy, mach's einfach richtig. Siehst ja, wenn die Kupplung loslässt, fährt's los. Du musst halt nur noch mitkommen, nach vorne gehen. Es hat keinen Sinn ohne Schall. Das ist richtig dumm, sowas. Was ist richtig dumm? Na, so eine Scheiße zu machen. Und welches Rennen fährst du, willst du mitfahren? Paul. Paul. Welches Rennen? Glaubst du nicht, dass das eine Ironklasse ist? Echt? Enduro Cup? Willst du mitfahren, oder? Das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm, wirklich. 200 Mal hier hochfahren, ohne da mal Erfolg zu haben. Ich komme ja nicht weiter. Was meinst du, woran es liegt? Es ist viel zu nass. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, das noch nie gemacht, kannst du dir in den Arsch stecken. Wenn du das erste Mal die scheiß Romaniacs fährst und jeder Millimeter hinunter fährst, hast du noch nie gemacht. Ja, was denkst du? Wie soll ein Blinder die Farbe blau erklären? Nachts ist kälter als draußen. Du gehst nach hinten, du holst Schwung, das machst du mega geil. Und im nach vorne gehen, die Kupplung loslassen. Das regt mich so auf. Das ist so dumm hier. Wie kann man hier langfahren? Ich hab keinen Bock mehr. Das ist so eine Scheiße. Ich komm hier nicht hoch. Ich fahre jetzt unten lang und fährt hoch. Sag jetzt mal kurz was zu dem Ding, was ich gerade gefahren bin. Ja, das ist richtig schwer geworden, habe ich ja gesagt, weil Wasser drauf gekommen ist, weil du es 100 Mal gemacht hast. Ja, und ich habe das geschafft gerade, gell? Ja, weil du es halt richtig gemacht hast. Das ist das Ding mit deiner Masse und viel Kraft, weil du hast die Kraft, um deine Masse schnell zu bewegen. Und wenn du das zusammenpasst und das richtig timest, dann ist das eine Waffe. Leute, ich war gerade richtig sauer, Alter. Ich war richtig sauer gerade. Jetzt ändert sich das, jetzt wechselt sich das Gefühl in Liebe. Das ist krass. Also wir sind ja hier mit Borner unterwegs und der kann richtig gut fahren. Und Kevin ja auch. Und wenn Kevin schon sagt, das war gut, geht natürlich runter wie Öl. Aber ihr seht, wie ich verzweifle. Wir haben gerade Mittagspause gemacht, Handschuhe gewechselt, bisschen angezogen, neues trockenes Zeug, bisschen gegessen. Ja, jetzt sitzen wir wieder auf der Mopete und es geht weiter. So. Heute gefahren, 5 Stunden und 12 Minuten. Verbrannt habe ich 3462 Kalorien. Bis auf ein paar Dinge war es richtig geil. Ja. Jetzt heißt es erstmal. Und dann eine warme Dusche. Und dann mal sehen, was heute noch geht. Einen wunderschönen guten Morgen. Und herzlich willkommen zu Tag 4. Ich bin noch im Bus, obwohl es schon um 10:30 ist. Aber ich bin heute irgendwie richtig fertig. Und wir gehen jetzt auf die Super-Enduro-Strecke. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, heute Vormittag nicht zu fahren. Und dann eher heute Nachmittag zum bisschen Spaß haben, so zu diesen ganzen Breakruns mitzukommen. Ich werde Kevin jetzt ein bisschen filmen. Einfach weil ich fit sein möchte für morgen. Morgen fahren wir auf die andere Seite des Berges hier. Und da ist alles so ungefähr wie in Rumänien, haben die gesagt. Und das muss ich natürlich üben und deswegen mache ich heute Vormittag mal ein bisschen Piano und heute Nachmittag ein bisschen Action, aber nicht viel und morgen dann wieder Vollgas. So ist der Plan. Ich lerne brutal viel durch Kevin, der bringt mir da so viel bei und gestern war ich ein bisschen sturköpfig,
Da hat man es ganz schön in den Haaren, aber letztendlich klappt das sehr gut. Also wirklich top. Später. Wir haben es 14 Uhr und ich steige jetzt ein. Die Jungs sind fertig mit Super Enduro. Bin echt gespannt. Heute mache ich einen ruhigen. Heute gehe ich übelst ruhig an. Ab. Ihr seht, das ist mal wieder eine richtig schöne Route hier. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Gucken wir mal, wa? Habe ich Bock drauf. Aber heute habe ich auch richtig Bock. Heute habe ich richtig. Oh. Mehr Speed. Ein paar mehr Speed. Leute, es ist so glatt. Oh, macht das heute wieder Spaß. Geile, entspannte Runde heute. Puh. Kannst du auch als machen, wenn du hier so eine rutschige Rinne hast, kannst du dir die ganze trockene Scheiße da reinmachen. Jetzt guck, dass du einmal von da mit richtig Druck so weit vorkommst wie möglich. Kannst auch auslassen. Ja. Jawohl, ja. Genau, das hast du schon. Dachte, Einmal. Jetzt hast du richtig viel Griff. Ja? Nach vorne sitzen, nach vorne gehen und ganz sachte hoch. Mutter, Butto. Ja, genau. Jetzt hast du schon. Kurz gleich. Oh Mann, du bist ein Hammer! Hier seht ihr mal die Mopete. Oh. Vielleicht mal Zeit für ein kurzes Fazit. Extrem krasses Wetter. Ich wollte eigentlich chillig machen, aber wir ziehen voll durch. Und ich habe gemerkt, es bringt halt nichts trotzig zu sein, sondern halt immer wieder probieren und den Spaß nicht dran zu verlieren. Und halt auch irgendwie ein bisschen so dran glauben, dass man es schafft. Wenn man, wie gestern, wo ich gesagt habe, ich schaff's nicht, dann schaffe ich es auch nicht. Und heute habe ich irgendwie Spaß und versuche es halt immer wieder, bis es klappt. Flippe halt nicht aus. Ich war halt gestern am Ende, aber muss halt sagen, es ist ja mega geil, dass ich Kevin überhaupt die Zeit nimmt, mir das alles zeigt. Ne? Das muss man erstmal zu schätzen, oder das weiß ich auch zu schätzen, aber in dem Moment gestern war mir halt alles egal. Ich war einfach nur angepisst. Heute macht es mehr Spaß, weil ich nicht gleich aufgebe, so weißt du. Nicht. Ich wollte das Motorrad rumheben. Scheiße, Alter. Ich dachte, du bist da drum, also ich dachte, du bist über den Lenker geflogen. Nee. So from very beginner in 3 days to the hardest things we have at Marco's place. Can we skip to the good part? Yeah. So Leute, das war ein Tag, Alter. Das war ein Tag. Tag 4 zu Ende. Besser als erwartet. Geiler Tag. Heute gehe ich ins Bett und freue mich, du. Wir sind raus. See you tomorrow. Es geht nicht. Servus Leute und herzlich willkommen zu Tag 5. Wir sind im Auto, denn wir fahren heim. Wir haben keinen Bock mehr. Keine Zeit vor allem.
Keine Zeit. Nee, Spaß beiseite. Wir fahren heute auf die andere Seite von... Von Istrien runter, von der istrianischen Halbinsel und gehen zu Borna nach Hause, in den Wald. Genau, weil da ist ungefähr das Gelände so wie bei den Romaniacs, also sozusagen der wichtigste Tag heute für mich. Und ja, also Tag 5, ich fühle mich immer noch richtig gut. Zeig dir mal den Leuten The View. Ja, guck mal kurz The View an, Alter. Das ist geil, oder nicht? Ja, richtig geil. So, jetzt habt ihr das auch gesehen. Nee, aber was soll ich sagen, also Tag 5, mir geht es relativ gut dafür, dass wir so viel am Senden sind. Und wohl trainieren. Und, naja, meine ich ja damit. Senden, also richtig hart trainieren, dachte ja. Ich. Sag das. Nee, aber Problem ist einfach, gestern wollten wir eine lockere Runde machen. Und das war eigentlich die härteste Runde der ganzen Woche. Trotzdem geht es mir gut. Ich bin gespannt, wie es heute wird. Bock habe ich. Wir nehmen euch wieder mit. Kevin hat die Kamera dabei, ich habe die Kamera dabei. Bis späti. Karten stehen schon fertig. Umgezogen sind wir auch schon. Jetzt warten wir eigentlich nur noch ein bisschen was zu trinken. Hier ist schon alles vorbereitet. Und dann geht's los. Oh, hier ist alles gefroren. Krass. Das ist krass. Was ist das, Alter? Das ist Drei König. Nee. Das ist ja krank. Das schaffe ich nicht. Das ist amazing. Ist das so steil, dass man runterfliegt oder ist das... Ja, das finden wir jetzt raus. Das ist ja krank. Ist das krass. So, das habe ich noch... I've never seen this. Really? That's... Wow. What do you think? It's possible for me to come to the first corner? Should I try it? Ah, read this. Seht ihr, wie steil das ist? Richtig geil. Ich muss da nur drüber. Ich überlege, ob ich jetzt einfach da hochfahre. Das ist besser, gell? Ja. Okay. Ich schaff das. Du musst eine mittlere Position finden, dass du einfach fahren kannst. Also so. Du kannst ja nicht. Nee, weiter vor mit der Hüfte. Ja. Aber habe ich da noch Traktion? Klar. Guck mal, wie steil das ist. Hier geht es noch hoch. Ich würde das eigentlich schaffen. Ich bin auch der Meinung, dass ich es schaffen werde. Ich muss jetzt hier rüber. Dann erstmal lange hoch. Aber ich schaffe das. Herr Gallas, der frisst da unten Würste. Und klötzt blöd. Ich fahr bis ganz hoch. Ich muss halt jetzt versuchen, da so rüber zu kommen. Ich sage, das Ding, wenn ich das geschafft habe, ne, da habe ich so dicke Hoden in der Hose. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich hoffe, der Flo bringt das mit in das Weberwerke-Video. Aber das wäre schon krank, Alter. So, schauen wir mal, gell? Leute, hier muss ich hochkommen. Wenn ich hier hochkomme, habe ich es geschafft. Komm, wir sind kurz vorm Ende. Kevin kommt. So, weiter geht's, komm. Bitte, 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 bitte. So, scheiß Motorrad. Jetzt gibt's richtig Stress. Schaut,
ich habe es gleich geschafft. Guckt euch das an. Oh, ich kann nicht mehr. Ja! Ja! Guck mal kurz. Was hat er? 178. Geil. Gut, oder? Ja, das Krasseste. Das Ding ist, ich fand das so schön. Ich wollte das schaffen. Es war einfach. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas Schönes gesehen. Geil. Noch nie, Jungs. Noch nie. Geil. Wir treten jetzt den Heimweg an. Nach unten. Ist es schwer? Commitment, zweiter Gang und geradeaus fahren. Krass. Okay? Yes. Kein Stress, no? Hey, and do the key, no stress. Yeah. When you start to get angry, you will make mistake in the flat. You hail us, we don't make no pressure for you. And take it easy. Digga, hast du gerade irgendwie deine Mopete getunt? Die sieht so anders aus. Ich habe die kurz gefahren, nach Heck hochgebogen. Sieht gut aus. Danke. Kevin, brauchen wir das für Romaniacs? Ja, so Zeugs hast du am Tag ewig. This is Romaniacs for the parking the car. So, Emergency. Doktor, Dr. Dino. So. So, wie fühlst du dich nach Romaniacs? Ganz schön hart. Ja. Durchschnittspuls 136. Ja. So. Ganz schön hart, ey. Ja, aber wenigstens hast du die genau wie ich. Die Karre kurz gefahren, sonst wärst du hier im Leben nie hochgekommen. Das weißt du, ne? Weil das wäre so viel Gewicht hinten, da, wie soll das funktionieren? 6 Liter Flüssigkeit auch intus, oder? Hast du die 3 Liter wieder leer? Noch nicht. Oh, das ist so anstrengend. Ja? Ja, aber fahrisch. Ja, hast auf jeden Fall ein paar Fortschrittchen gemacht, würde ich mal sagen. Es ist vorbei. Der härteste Tag überhaupt geschafft, also mit Abstand wirklich der härteste Tag. Der lehrreichste, härteste Tag und ich bin einfach nur fertig. So, wir sind gerade am Umziehen. Damit wir den Bus nicht dreckig machen, machen wir das draußen. Jetzt guckt mal Kevin seine schöne Matte an, wo er sich die Füße drauf wärmt. Und jetzt guckt mal die Matte des kleinen Mannes an. Eine schöne Unterhose. Das ist nichts. Aber jetzt ist die Tour vorbei und ich fühle mich wieder besser.
Aber auf dem Mokik heute geht gar nicht mehr, Alter. Ich war so fertig, ey. Ich schwör's euch. Einen wunderschönen guten Morgen zum letzten Tag, zum Reisetag und zum Fazittag. Heute lassen wir die Woche ganz kurz mal Revue passieren. Kevin, erzähl mal was zur Ausgangssituation und zur jetzigen Situation. Ich sag mal so, die Ausgangssituation war, dass halt Paul ja, sehr kritisch auf seinem Motorrad stand und wenig Erfahrung hatte. Ich meine, woher soll er es auch nehmen? Und ja, die Grundbausteine haben halt schon nicht zusammengepasst, wie Körperhaltung und so. Gasgefühl, Kupplungsgefühl hat er sehr gut gehabt, schon von Haus aus. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Talent. Weil manche Leute haben es einfach, manche haben es nicht. Bei Paul funktioniert es ziemlich gut. Körperposition und Technik und so war halt kacke. Da konnten wir halt aber richtig viel dazulernen. Sehr profitiert hat das Ganze dadurch, hat das Ganze davon, dass Paul halt einfach 500 Mal das Gleiche versuchen kann, weil er halt einfach fit ist. Genug, fit genug, um einfach den ganzen Tag was durchzuziehen. Und ja, am Ende der Woche sind wir eigentlich alle schweren Sachen gefahren, die es hier so gibt. Viel, was man in der normalen Tour gar nicht fahren würde. Von daher, denke ich mal, haben wir uns gut gesteigert. Aber ich sag mal, Paul ist ja jetzt auch nicht ein normaler Enduro-Wanderer, sondern der hatte ja schon einen sportlichen Hintergrund und hat ein sportliches Ziel. Und als Profisportler weiß man da, denke ich, über seinen Schatten zu springen. Aber ich denke, dass ich ihn auch in eine neue Phase der mentalen Frustration gebracht habe. Ich weiß nicht, ob es das so... ist wahrscheinlich eine andere Phase der mentalen Belastung, als es bei seinem anderen Sport, im Bobsport, so ist. Aber ja, da hat jeder Sport seine eigenen Situationen und Herausforderungen. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall eine heftige Steigerung. Ich denke mal, das ist wie, wenn man eine Klasse übersprungen hat in der Schule früher. Mal gucken, vielleicht wird er jetzt gehänselt. Ja, ich würde sagen, erfolgreiche Woche. Also ihr habt es gehört, ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Ich bin hierher gekommen mit ungefähr 40 Motorradstunden und ja, habe hier nochmal, denke ich, so 10 draufgespult. Und aber wirklich eigentlich so viel gelernt in einer Woche wie die ganze Zeit, die ich vorher auf dem Motorrad gefahren bin, mal, keine Ahnung, 2 oder 3, also es war brutal. Vielen Dank auch nochmal an Marco von Enduro Rides, der das alles hier mit ermöglicht hat, muss man auch mal sagen, also es ist echt top. Also wenn ihr richtig Bock habt auf coole Enduro-Touren und vor allen Dingen coole Guides und coole Leute, kommt hier nach Kroatien zu Enduro Rides. Das ist einfach wirklich, man fühlt sich einfach familiär aufgenommen hier. Marco hat eigentlich immer eine Lösung für irgendein Problem. Wenn die Karre mal zu lang ist, dann hat er auch hier einen Hang, wo man sie kurz fahren kann. Das ist wirklich, auch wenn man mal ein paar Starts auf dem Rasen trainieren will, das ist alles kein Problem hier. Das mag er besonders, wenn man auf seinen privaten Rasen dann da mal richtig Kit gibt und mal richtig durchlädt. Nee, aber Spaß beiseite. Also wirklich, wurden hier jeden Abend, jetzt sind wir lecker essen gegangen. Es gab super Frühstück. Und ja, die Guides, Dino, Borna, war wirklich, es war einfach ein Traum. Es war eine der schönsten Wochen in den letzten Jahren für mich. Wirklich. Und was der Kevin da mit mir gemacht hat, klar, mental, also eigentlich war das teilweise wirklich mental sehr, sehr schwierig für mich. Aber genau das, denke ich, hat mich weitergebracht, weil ich am nächsten Tag einfach viel besser mit der Situation umgegangen bin und dadurch hat es meiner Meinung nach dann besser geklappt. Teilweise war ich wie so ein kleines, bockiges Kind. Ich hoffe, das bringt man dann auch mal rein. Muss man auch mal sehen. Aber ey, wenn du da am Berg stehst und siehst halt, wie alle hochfahren und du bist wie der absolut letzte Idiot da unten und kommst nicht hoch, dann hat man nun mal schlechte Laune. Ne? Aber so im Gesamtpaket, denke ich, war das ganz gut. Mal sehen, wo der nächste Trip mit Kevin hingeht. Ich hoffe, euch hat die Woche gefallen. Ich würde mich mega freuen über ein paar Kommentare, Likes. Lasst ein paar Abos auf dem Weberwerke-Kanal. Die werden jetzt demnächst immer mal was von mir bringen, den Weg zu Rumänien. Und ja, ich freue mich, wenn ihr schon das nächste Mal einschaltet. Haut rein! Aber vielleicht nehmt ihr mit und zeigt, was ich heute reinpresse. Ich nehme hier unten von dem ein Stück Tiramisu, ein Stück davon. Und weiß ich nicht, ob ich das, ich glaube nicht. Hier, das. Und das. Das bläht dafür. Komm, vertrauen wir uns wieder. Komm.